Kennt ihr aus der Sesamstraße den Typen, der immer Buchstaben verkaufen wollte? Das könnte ich jetzt sein. Ich verkaufe hier ein A. Wer es haben möchte, müsste dann auch B sagen. Grüße Sie und grüße euch. Und wir schauen jetzt mal wieder ein bisschen weiter. Für alle die, die nichts davon halten, für all die, die sagen, Wetter geht nur für 3 Tage und das ist alles Humbug, die schalten bitte einfach ab. Den großen Rest lade ich ein zu einer zugegebenermaßen ziemlich spannenden Reise, die wir dann mal wieder auf Weihnachten leuchten werden. Es gibt ja das CFS-Modell, das berechnet 9 Monate im Voraus in 6-Stunden-Schritten und wird alle 6 Stunden neu berechnet. Natürlich kann man das nie ernst nehmen, was da berechnet wird. Aber wenn immer mal wieder in eine Richtung berechnet wird, dann ist da was Wahres dran. Da müssen wir zwischen den Zeilen lesen. Bevor es soweit ist, so ein Bild wird es wahrscheinlich in diesem Winter sehr selten geben wegen der Sonne, aber trotzdem ist es einfach schön. Es sind 2 weiße Birken und nicht 3. Wir beginnen erstmal mit einem 35-Tage-Trend und zwar für Reykjavik. Warum ist das wichtig? Wenn zum Beispiel über Island Kaltluft nach Süden strömt, hätten wir die Gegenbewegung mit milder Luft. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen. Und hier wogen wir im langjährigen Mittel herum und die Einzelberechnungen sind hier eben in bunt auch immer wieder Niederschlagssignale dabei. Das heißt, das ist hier total durchschnittlich, was da geschieht. Wir gehen ein bisschen weiter nach Osten und sind nördlich von uns in Stockholm, in Schweden, Skandinavien. Hier bleiben wir auch bei eher durchschnittlichen Temperaturen, mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter, mit großen Ausreißern nach oben und nach unten und nehmen jetzt die Linien noch mit rein. 10 Grad in 1500 Meter Höhe bedeuten nochmal sehr mild bis warm und minus 10 Grad Einwinterung und Dauerfrost zumindest in diesen Breitengraden. Und da wird es hinten raus ein paar Läufe geben, die in diese Richtung gehen. Man erkennt auch hier, jetzt ist in der nächsten Zeit erst einmal Tiefdruck in Skandinavien angesagt, mit eben einem Rauf und Runter. Und hinten raus Richtung Mitte Oktober nehmen die Niederschlagssignale wieder ein bisschen ab. Das heißt, hier könnte es tendenziell dann wieder mehr Hochdruck geben. Wir gehen noch ein Stückchen weiter nach Osten, nach Moskau. Da ist es ja dann zum Beispiel auch wichtig, wenn es in Russland richtig kalt wird und von Osten irgendeine Kältezunge kommen sollte, dann zeichnet sich die hier ab. Was zeichnet sich ab? Wir hatten in Skandinavien den Niederschlag und den Tiefdruck und den bekommen wir hier auch mit erstmal überdurchschnittlichen Temperaturen. Da gibt es so einen Wärmeberg, dann geht es runter auf leicht unterdurchschnittliche bis wieder durchschnittliche Temperaturen. Da sind auch immer mal wieder ein paar Niederschläge dabei. Also auch hier Durchschnittswetter mit ersten Ausreißern Richtung Kälte. Auf der anderen Seite sind auch einige Dinge dabei, die ziemlich weit nach oben gehen. Hier zeichnet sich auch noch keine Einwinterung ab, was auch normal ist für diese Jahreszeit. Wir sind ja hier erst einmal dann beim Beginn der 3. Oktoberdekade. Wir gehen noch weiter nach Osten, nach Sibirien. Das ist hier ein Ritt. Boah, das geht so nach unten. Hier noch Temperaturen von um die 0 Grad in 1500 Meter Höhe und am Ende des Vorhersagezeitraums dann fast bei minus 15. Aber leicht überdurchschnittliche Temperaturen mit ebenfalls den Ausreißern nach oben und nach unten und ein paar Niederschlagssignalen. Das ist natürlich hier alles als Schnee. Auch hier zeichnet sich kein brachiales Kaltluftpolster ab, das irgendwie nach Westen weichen will. Schauen wir nach Südwesten und gehen jetzt nach Madrid, Spanien, Iberische Halbinsel. Warum ist das wichtig? Ob da nicht ein Schub Wärme zu uns kommen kann? Hier läuft alles durchschnittlich. Auch da kommt nichts daher. Und zu guter Letzt noch der Blick nach Rom, nach Italien. Auch hier gibt es keine größeren Ausreißer, die deutlich nach oben gehen. Das heißt, die Wetterküche ist europaweit und um Europa herum ziemlich auf normal geeicht mit wenigen Abweichungen, die nach oben und nach unten gehen. Eine eindeutige Richtung in Dauerhochdruck und Wärme oder Tiefdruck, vorzeitiger Wintereinbruch sind hiermit nicht in Sicht. Gehen wir ganz kurz in den Nordosten Deutschlands. Meines Erachtens ist, glaube ich, diese Linie hier zu hoch angesetzt. Da wären wir permanent unterdurchschnittlich. Ich glaube, das ist eine Computerfehlberechnung hier mit um und über 10 Grad um diese Jahreszeit in 1500 Meter Höhe. Auf alle Fälle, die Mittellinie läuft hier entlang mit eher durchschnittlichen Temperaturen. Ich habe hier andere Linien eingezogen. Unten die minus 5 Grad Isotherme bedeutet Nachtfrost und erste Schneeschauer, die theoretisch nachts möglich wären. Kommt ab Mitte Oktober mit Einzelläufen auf, aber auch hier ist noch nichts Großes erkennbar. Außer, dass wir auch hier permanent Niederschläge haben,
Dauerhochdruck ist nicht in Sicht. Im Südwesten Deutschlands gibt es auch viele Niederschläge den ganzen Vorhersagezeitraum über. Bei tendenziell durchschnittlichen bis leicht unterdurchschnittlichen Temperaturen, vielen Ausreißern, die nach oben gehen über die 10 Grad Marke in 1500 Meter Höhe. Die minus 10 Grad Marke, minus 5 wird kaum erreicht, was auch für diese Jahreszeit noch viel zu früh wäre. Also vieles ist im Durchschnitt. Und das schauen wir uns mal an mit der gemittelten Wetterlage für den 22. Oktober mit dem kräftigen Azorenhoch und einem Keil Richtung Alpen, dem Kontinentalhoch und Tiefs über dem Nordmeer. Wir liegen genau dazwischen und das ist eben so eine wogende Angelegenheit. Mal drückt es den Hochdruck rauf, dann den Tiefdruck runter. Deshalb diese Wechselhaftigkeit, die in den Ensembles vorhanden ist. Mit Temperaturen zwischen 1 bis 5 Grad in 1500 Meter Höhe wäre um diesen Zeitpunkt leicht unterdurchschnittlich, im Osten und Westen jeweils leicht überdurchschnittlich. Das heißt, die Tiefs werden immer mal wieder über Mittel- und Westeuropa in den Mittelmeerraum reinsacken. Und wenn dann zum Beispiel auch mal wieder eine 5b-ähnliche Wetterlage dabei ist, kann es mal kurz und heftige Niederschläge geben. Aber stabiles Hochdruckwetter über einen langen Zeitraum ist nicht in Sicht. Heben wir unseren Blick und schauen in die Nordhemisphäre, auch die gemittelte Wetterlage für den 22. Oktober, da sehen wir den Fleck an größter Kälte genau über dem Nordpol. Tendenz in 1500 Meter Höhe alles Richtung Sibirien reichend, weniger Richtung nordamerikanischer Kontinent. Die Abweichungen über dem Nordpol in 1500 Meter Höhe zu warm, über Sibirien größtenteils auch. Nordamerika gemäßigt und Mitteleuropa wäre zum Beispiel mit der Nordsee und den britischen Inseln mit zu kühl dabei. Das ist aber eine Momentaufnahme. Und die Temperaturen am Boden in 2 Meter Höhe zeigen hier an über Sibirien. Da zieht der Dauerfrost bis zum Ural fast ein. Hier gehört es auch hin. Bei uns ist das natürlich noch nicht der Fall. So, soweit ist das abgehakt, was in den nächsten rund 6 Wochen passiert. Und jetzt schauen wir mit dem ersten Lauf. Ich habe noch was. Und zwar für München die Schneeensembles aus diesem Lauf heraus. Da gibt es ganz, ganz wenige, die im Oktober schon mal die ersten Schneeflocken bringen würden. Dann Richtung Ende des Vorhersagezeitraums sind es ein paar mehr. Aber wenn der erste Wintereinbruch dann wirklich kommt, dann erfahrt ihr das nicht nur hier bei uns, sondern generell überall. Da wird dann getrommelt und Wintereinbruch wird ja, glaube ich, schon seit ein paar Tagen ausgerufen. Jetzt kommen wir zu Weihnachten. Lauf 1 des CFS-Modells zeigt eine abziehende Schneefront an Heiligabend von Lauf 1. Der ganze Block zieht nach Osten ab, hat vorher über Mitteleuropa Schnee gebracht. Die Kälte ist noch da. Von Westen kommt zwar in der Höhe mildere Luft, wäre dann wahrscheinlich eine Aufgleitwarmfront mit hohen Wolkenfeldern. Wenn wir näher am Hoch sind, würde es zwar trocken bleiben, aber hier wäre Heiligabend definitiv weiß. Interessant ist, was danach passieren würde, denn wenn diese Warmluft kurz kommt, wird sie gleich wieder weggemacht. Und dieses Hoch zieht rein und brächte dann von Osten sehr viel Kaltluft, die sich bis weit in den Januar reinziehen würde. Das ist ein gesäßkalter Lauf, wo wir uns wirklich alles abfrieren würden und wo tiefstes Winterwetter herrschen würde. Lauf 1. Gehen wir auf Lauf 2. Lauf 2 macht nach einem eher winterlichen Adventsblock dann einen Hochdruckblock zu Weihnachten. Der Schnee, der liegen würde, würde liegen bleiben. Es wäre auch kalt genug. Aber da kommt was von Nordwesten herangezogen. Da könnte man meinen, das kommt dann zu Weihnachten noch oder kurz danach. Nee, dauert ein bisschen. Auch dieser Lauf hat dann später am 8. Januar eine brachiale Kälte auf Lager mit einem riesigen Kaltluftknubbel, einem regelrechten Kaltluftmonster, das von Osten reingezogen käme und dann auch Mitteleuropa fluten würde mit Kaltluft und Schneefällen. Und genau zur Zeit, wo der Winter am kältesten ist, hätten wir dann auch eine extrem kalte Luftmasse mit Schnee. Diese beiden Läufe sind definitiv richtig winterlich. Lauf 3 zeigt hier nach übrigens einer Zeit, die einen starken und frühen Frühwinter gebracht hat. November sehr winterlich, 1. Dezemberhälfte auch sehr winterlich. Weicht dann um Weihnachten auf, da wäre es zwar noch kalt am Rande eines Hochs. Der Schnee, der da liegen würde, würde auch liegen bleiben und es gäbe auch Dauerfrost. Nur in der Höhe gäbe es schon Milderung und danach wäre im Winter nicht mehr so viel drin. Es wäre dann ein sehr wechselhafter und phasenweise auch sehr milder Winter. Nur das für den Hinterkopf. Und zu guter Letzt noch Lauf 4. Bringt auch wieder Hochdruck unter dem Hoch, nach übrigens auch einer wechselhaften und manches Mal schneereichen Adventszeit von
Osten her, kalte Luft, die sich reinschmiegen würde, Schnee, der da läge, würde dann auch liegen bleiben. Danach würde dieser Lauf, ähnlich wie Lauf 3, nicht mehr so wahnsinnig viel Winterwetter bringen. Da haben wir also einen Putt, was die Winter angeht. Der eine Block macht einen sehr ausgeprägten Frühwinter und ab Weihnachten das Ganze eher aufweichend, jetzt nicht durchgehend mild. Und die andere Seite ist eher so, dass es gemäßigt in den Winter geht und dann ab Weihnachten richtig nach unten geht. Natürlich gibt es da auch Phasen dann wieder, die mild sind, das ist klar. Aber das wäre gerade so 50-50. Und alle Läufe, alle vier, brächten zu Weihnachten entweder Schnee, der fällt, oder Schnee, der liegt.